Herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit der Master of Science Psychologin Anna Schwertner und dem Psychotherapeuten Omer Schoenfeld. Hier dreht sich alles um Beziehungen und Bindungstrauma. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie kannst du mit Menschen mit passiv-aggressives Verhaltenweise umgehen? Was ist möglich für dich? Was ist nicht möglich? Worauf sollst du auf deine Grenzen achten? Wann sollst du eher in Kontakt gehen? Und wann sollst du vielleicht sogar den Kontakt abbrechen? Wenn du nicht weißt, was passiv-aggressives Verhalten ist oder wie sich das auch so auf subtile, versteckte Weise zeigt, dann schau dir gerne auch nochmal unser Video dazu an. Und wenn dich interessiert, wie passiv-aggressives Verhalten entsteht, schau dir gerne auch dazu unser YouTube-Video an. Und wenn du unter Bindungstraumata oder Bindungsangst oder Verlustangst leidest, dann möchte ich dich herzlich einladen zu unserem Retreat in der Nähe von Berlin, Commit to Love. Das findet Ende Juni statt und da nehmen wir alles, was wir auf dem Weg mitgenommen haben, als Menschen und als Therapeuten, alles, was unsere Klienten schon geholfen hat, ihre Bindungstraumata zu überwinden. Und da setzen wir alles ein. Es wird alles sehr erfahrungsorientiert, erlebnisorientiert. Wir mischen Psychotherapie, Körperpsychotherapie und auch ja, andere Arbeitsweisen. Alles, was hilft, damit du in deine Heilung kommen kannst und eine erfülltere Beziehung. Wenn du dich dafür interessiert, da in den Shownotes werden wir es alles verlinken. Ja, und wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere super gern unseren Kanal oder lass uns 5 Sterne auf Spotify da. Dann können wir ja mehr solcher Videos produzieren. Wie kannst du mit Menschen umgehen, die passiv-aggressives Verhalten zeigen? Erstmal ist wichtig zu verstehen, dass es nicht so hilfreich ist, mit Gegenangriffen zu reagieren, also ebenfalls zu kritisieren, Vorwürfe zu machen. Also die Situation kann dadurch eskalieren. Es kann sein, dass die Person sich dann als Opfer darstellt und es eben eigentlich genau das passiert, was du nicht möchtest, nämlich wieder sowas von, ach, ist doch gar nichts passiert, es gibt doch gar kein Problem. Allerdings, was hilfreich sein kann mit solchen Menschen, ist klar zu kommunizieren. Oft diese Menschen schauen eher auf deine Reaktionen und darauf sind sie fokussiert. Und die Idee ist, wenn du wirklich klar kommunizieren kannst, was du brauchst, was ist dein Wunsch aus der Person, da wird die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Passiv-Aggressives gegen dich verwendet wird, kleiner. Ja, und es ist auch wichtig, keine Beschuldigungen zu machen, sondern Lösungen anzubieten und auch darüber zu sprechen, okay, wie geht's dir damit, welche Gefühle löst es aus und wirklich ganz konkret das Verhalten zu beschreiben, statt es zu bewerten. Also zum Beispiel, ja, letzte Woche, als du deine Augen gerollt hast, ja, das in mir irgendwie Verwirrung ausgelöst und Traurigkeit, weil ich nicht wusste, was in dir vorgeht. Ich würde mir das wünschen, zu verstehen, was gerade passiert. Also wirklich deine Gefühle zu äußern, deine Bedürfnisse zu äußern, weil das kann wieder zu mehr Empathie, zu mehr Verständnis führen. Auch wichtig ist, ruhig zu bleiben. Auch wenn du merkst, gerade kommt etwas. Wichtig ist, dass du nicht alles so persönlich nimmst. Du kannst dir auch vorstellen, vielleicht gerade hat das diese Situation oder diese Reaktion von der Person dich verletzt. Aber stell dir vor, diese Person muss jeden Tag mit sich selbst um sein. Du kannst auch eine Art Mitgefühl mit der Person auch entwickeln, weil es ist bestimmt viel Leid, was die Person irgendwo erlebt hat, dass es dazu geführt hat, dass sie heute so sich verhält. Deswegen versuche es auch ruhig zu bleiben, es nicht so persönlich zu nehmen und zu verstehen, okay, es hat viel mehr mit der anderen Person zu tun, was du gerade gehört hast, alles wirklich und tatsächlich etwas mit dir, was zu tun hat. Genau, und gleichzeitig, du sagst Mitgefühl mit der anderen Person, aber vor allem auch Mitgefühl mit dir, damit, wie es dir geht, damit, was es in dir auslöst, weil das ist auch verständlich, dass natürlich passiv-aggressives Verhalten auch unangenehme Gefühle in uns erzeugt. Genau, und auch zu schauen, okay, wenn es immer wieder vorkommt und es auch vielleicht eine sehr nahestehende Person ist, ist es natürlich schwierig, auf dieser Grundlage eine Beziehung aufzubauen. Also natürlich ist es auch normal, wir alle tragen auch in uns passiv-aggressive Verhaltensweisen und Anteile.
wenn das ab und zu mal vorkommt, aus einer Überforderung heraus, aber wenn das quasi die permanente Kommunikation ist und du merkst, geht dir immer wieder schlecht, du leidest immer wieder darunter, dann darfst du auch Grenzen setzen. Und letztendlich in manchen Fällen ist dann nur noch ein Kontaktabbruch möglich. Und es ist auch, sei dir auch gegönnt, wenn es dir damit besser geht, wenn es deiner mentalen Gesundheit damit besser geht. Genau, es kann sein, dass du vielleicht mit so jemandem auch auf der Arbeit zu tun hast. Und da ist auch wichtig, dass du schaust, okay, wie kannst du auch nach Unterstützung suchen und schauen, okay, geht es auch andere Menschen so? Vielleicht kannst du auch mit deinem Chef oder Chefin sprechen. Du musst das nicht alleine klären für dich. Vielleicht brauchst du einfach Unterstützung in der Situation. Auch hilfreich ist zu schauen, okay, wenn das so passiert, welche Teile in mir werden angesprochen, die das so verletzt? Also sind es vielleicht kindliche Anteile, die das auch kennen aus der Beziehung zu den Eltern oder die Angst haben, verlassen zu werden, die Angst haben, dass die Beziehung endet, die Angst haben, bestraft zu werden, die sich eben minderwertig fühlen. Und da ist immer hilfreich die Frage, okay, wie alt fühle ich mich gerade? Und ja, wenn dann die Antwort kommt, du fühlst dich gerade wie 3 oder 4, dann mal zu schauen, okay, was braucht dieses Kind von dir als erwachsene Person, damit es sich wieder sicher fühlt, damit es sich wieder gesehen fühlt, damit es ja seine Gefühle, die dann auch ausgelöst werden, auch vielleicht ausdrücken kann. Was auch hilfreich sein kann, ist auch dich innerlich abzugrenzen, zu verstehen, ja, die andere Person darf es nicht gut gehen und mir darf es gut gehen. Also dein Wohlbefinden soll nicht von der anderen Person abhängen und dein Selbstwertgefühl. Weil vielleicht, wenn sowas kommt und du fühlst dich auch ein bisschen selbstminderwertig, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, vielleicht da ist auch die Person, kann wie so eine Art Lehrer für dich sein oder Lehrerin sein. Und was kannst du auch über dich selbst lernen? Wenn etwas stört uns in dem anderen, es hat eigentlich immer etwas auch mit uns zu tun. Und zu schauen, ja, wo habe ich auch solche Anteile? Und das kann auch wiederum helfen, ja auch empathischer zu sein, aber auch, indem du auch an dir selbst arbeitest, vielleicht sogar auch dein Selbstwertgefühl. Ja, und was auch wichtig ist, gleichzeitig auch auf das eigene Bauchgefühl, auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen. Also wenn du merkst, boah, die Person wirkt passiv-aggressiv und ist immer wieder, dass sie die Augen rollt oder dass sie dich ignoriert und schmollt und dir das Silent Treatment gibt und die Person leugnet aber, dass irgendwas ist, da auch zu merken, hey, das ist deine Wahrnehmung und deine Wahrnehmung ist erstmal in sich richtig und du da auch deinem Bauchgefühl folgen darfst, weil es kann ja sonst auch dazu führen, dass ich eben meine eigene Realität, meine eigenen Gefühle in Frage stelle, wenn die Person das immer wieder leugnet und da auch sich vielleicht mal eine Außenperspektive zu holen, einen Reality-Check zu machen, jemand anderen zu fragen, hey, wie nimmst du denn das wahr? Hast du das auch so verstanden? Ja, und dann dementsprechend eben die Konsequenzen auch zu ziehen. Wobei es natürlich auch immer so ein tricky Punkt ist, weil was ist dann dein Bauchgefühl und was sind vielleicht auch alte Prägungen, wo es natürlich auch sein kann, dass Übertragungen stattfinden, also dass du vielleicht in der anderen Person auch etwas siehst aus deiner Kindheit, deinen Vater oder deine Mutter und gar nicht die Person für das, was sie eigentlich ist. Und ja, dann ist dir auch so vorkommen kann natürlich, oh, das ist mein Bauchgefühl, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht etwas aus seiner Kindheit. Aber schau dir da auf jeden Fall nochmal unser Video auch an zum Thema, was ist passiv-aggressives Verhalten? Das kann dir vielleicht ein bisschen helfen zu schauen, okay, ist das gerade dein Bauchgefühl, was auch richtig liegt oder sind es Gefühle aus deiner Kindheit? Ja, und wenn das Video dir geholfen hat, dann du kannst gerne das Video auch teilen mit deinen Freunden und du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, was hat dir gefallen? Vielleicht kennst du auch das, was wir heute erzählt haben. Vielleicht hat irgendwelche Tipps dir auch geholfen. Schreib uns gerne die Kommentare, wir lesen gerne die Kommentare durch und werden dir auch darauf antworten. Ja, und abonniere auch gerne diesen Kanal, damit wir noch mehr Videos produzieren können für dich und noch mehr Menschen auch über diese wichtigen psychologischen und Beziehungsthemen erfahren können. Ja, und wenn du merkst, oh, jetzt ist wirklich die Zeit, mal an deinen Beziehungsthemen zu arbeiten, an deinen Bindungswunden zu arbeiten, du bist herzlich eingeladen zu Commit to Love, 4 Tage Retreat außerhalb Berlins, wo wir uns wirklich intensiv diesem Thema
Wittmann. Genau, in der Nähe von Berlin, oder? Genau, Brandenburg. In Brandenburg. Ein schönes Seminarhaus, genau. In der Natur. Genau, schon im Sommer, es wird draußen, es gibt auch Seen in der Umgebung. Ja, und ja, wenn das Video dir gefallen hat, dann gib uns sehr gerne Daumen nach hoch, nach oben, damit wir weitere solche Videos für dir produzieren können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gerne nächste Woche in einem neuen Video von uns oder Episode. Tschüss. Ciao.